herzlich willkommen. Endlich ist die Zeit des Wartens vorbei und Schwiegertochter gesucht kehrt auf den Bildschirm zurück. In den nächsten Wochen versüßen wir Ihnen wieder wie gewohnt den Sonntagabend und lassen das Wochenende gemeinsam ausklingen. Denn wenn der Sonntag so beschissen endet, tut einem der Montag nur noch halb so weh. Willkommen bei Schwiegertochter gesucht. Der Resterampe der Restpostenverkupplungen vom Resteverwerter RTL. Hier versucht die alliterationsabhängige Wuchtbrumme Vera mit falscher Freundlichkeit, sich als betrügerische Besamungshelferin für besonders bedauernswerte Beziehungsbenachteiligte zu betätigen. Chronisch Alleinstehende, die noch bei Mutti wohnen, werden aus dem Dunkel ihrer gesellschaftlichen Schattenexistenz ans Licht der Fernsehöffentlichkeit gezogen, um sie dort hämisch grinsend der Lächerlichkeit preiszugeben. Anders gesagt, mit Schwefelatem geheuchelte Menschenfreundlichkeit, die allen Beteiligten eigentlich einen sicheren Platz im Fegefeuer für fiese Fernsehmacher garantieren sollte. Hallo Mutti und Vati, ich grüße euch. Hallo. Seht mal hier, wem ich getroffen habe, die Vera, die konnte sich nicht trennen von mir. Hallo, schönen guten Tag, das freut mich aber sehr. Das ist aber schön, hallo Vera. Wie geht's? Ach, na ja, man kann nicht genug klagen. Die lukullische Leckerei aus knackigem Keks und schokoladigen Schichten mundet allen vorzüglich. Der Jan hat ja keine Freundin. Wie kann das denn sein? Ja, wenn ich das wüsste, was das warum ist. Ich würde ja sagen, er sieht ganz adrett aus, aber leider. Es war keine übrig für mich. Ja. Oh Mann, mein Lieber, das kann ja nicht sein. Die waren alle schon vergeben, die er gerne gehabt hätte. Oh, wie traurig, jämmerlicher Junggeselle Jan. Alle schon vergeben. Ja, also vergeben, verkauft oder in den Westen rübergemacht. Ne? Also manche haben sich auch einfach eingeschlossen, eine neue Identität geben oder vielleicht umoperieren lassen. Oder auch Vera nicht, ich meine, du weißt ja selbst, wie das so ist. Ne? Als letzte Trockenpflaume im Obstkorb, die keiner mehr haben will. Was? Was wie? Ich jetzt? Wie meinst du das denn jetzt? Ja, also ich meine, als der liebe Gott die Klugheit und die Schönheit verteilt hat, da warst du ja auch noch auf dem Klo, oder Vera? Oh, du sag doch nicht sowas, Mutter. Also, die Vera, die ist ja sogar im Fernsehen, ne? Und war mal Model, glaub ich. Also, auf diesen Vorher-Nachher-Fotos immer bei Vorher, da habe ich sie schon mal gesehen, schon öfter sogar. Das ist mal ein anderes Thema, ja? Schmeckt euch denn die kalte Kotze, die ich euch mitgebracht habe? Ach, du meinst den kalten Hund, die lukullische Leckerei aus knackigem Keks und schokoladigen Schichten. Ja, also die schmeckt scheiße, finde ich. Ne? Also wir essen ja normalerweise auch kein Kuchen. Ja, aber wir zeigen unsere bematschten, lieben Singles und Familien nun mal gern beim Kuchenessen oder auch fette Wurst. Und wir ziehen ihnen auch zu kleine Klamotten an und lassen sie dann Sachen machen, die sie gar nicht können. Ja, aber wer auch jetzt mal, dann halten uns ja alle für total bescheuert und lachen uns aus. Ja, ganz genau. Super, oder? Das bringt eine tolle Quote, ehrlich. Also Moment mal, das heißt, in Wirklichkeit meint ihr das gar nicht gut mit uns? Und wir werden hier ganz fies von euch verarscht und vorgeführt? Ja, siehst du? Also so doof, wie wir ihn zeigen, ist er gar nicht, dein Alleingebliebener. Okay, jetzt ist aber Schluss mit lustig, denn ich habe die erste Kandidatin für dich dabei. Oh, ja, also, du ziehst dir schnell was Hässlicheres an. Weg mit der Geschichte in Schokoscheiße hier. Ja, Mutti holt die Blutwurstbrote mit den Fettplocken und auf zum ersten romantischen Rendezvous. Oh, also, Patent ist sie ja, die dicke Vera, ne? Also, die wäre auch glatt was für dich, mein Kleiner. Nee. Dann doch lieber eine Olle aus dem Osten, ne? Aber mit einem guten Charakter. Ja, das stimmt. Früher gab es zwar nicht so viel im Überfluss, aber satt geworden sind wir schön. Die DDR war nie schlecht. Nein, sag ich auch nicht. Wenn ich mein Leben mal beschreiben darf, wie es in der DDR so war, was Ernährung betrifft, war ich immer zufrieden.
Es gab natürlich keine Südfrüchte oder nur ganz selten. Und auch das Sortiment an Modelleisenbahnen, das war nur beschränkt. Das Singen und das Musizieren, das ist, da können wir gleich die Tränen. Ja, da kann ich die Mutti verstehen. Ne? Das erinnert natürlich an früher. Da haben wir zwischendurch viel musiziert, um die Genossen von der Stasi aufzuheitern, ne? Die uns den ganzen Tag abhören mussten, weil das war ja auch für die eher langweilig. Ne? Ja, da tun mir die Kollegen von der NSA, also der neuen Stasi Amerikas, auch heute echt leid. Das ist ja alles viel unpersönlicher geworden mit diesen ganzen Digitaldaten. Ne? Ja, früher, da haben wir denen ja auch mal ein warmes Malzbier rausgebracht oder ein Wurstbrot, wenn die uns in der Kälte beobachten mussten. Ne? Ja, zu essen hatten wir ja immer genug. Und auch Posaunen, vögelgelbe Pullover und solides Mauerwerk gab es im Überfluss. Nur das Sortiment an knackigen Komsomolzinnen zum Knutschen, das war eher beschränkt. Ja. Deshalb hoffe ich ja jetzt auch auf die Genossen von RDL, damit ich mit deren Hilfe vielleicht doch noch eine attraktive Traktoristin oder Trikotagenäherin finde zum Aufbau einer sozialistischen Wertegemeinschaft. Oder auch einfach nur so zum Bumsen. Bei mir funktioniert. Bei dir? Bei mir geht nichts. Strengt euch mal an da. Ja. Sieger! Los, seht zu, macht hinne. Ich werde mir das mal von hinten betrachten. Ihr müsst mehr mit dem Hintern wackeln. Na los, strengt euch an. Denkt an den Ratzeputz. Ja. Denn man Prost. Prost. Hervorragend. Mmh, lecker! Na denn, ja, Prost. Prost! Prost! Ich habe den beiden das Heide-Abitur verliehen, aber Sebia hatte die Nase vorn, weil sie den schöneren Popo hat. Und damit noch einmal herzlich willkommen in der Sackgasse der Evolution, bei Schwiegertochter gesucht, wo der charmante Schnauzbartträger und Popologieprofessor Michael seine beiden bezaubernden Bückstücke in die wunderbare Welt des erweiterten Schulabschlusses einführt. Das Heide-Abitur mit den Prüfungsfächern Kartoffelschubsen und Rübefluten. Ja, das schafft nicht jeder. Und dann auch noch mit der erotisch angemessenen Arschakrobatik. Aber in der Heide weiß der Mann halt, wo der Hammer hängt. Und sei es auch nur zum scharfen Nageln. Im Notfall, bildlich gesprochen. Egal. Danken wir einfach RTL, dass man sich dort trotz aller Kommerzialität kluge und hochmoralische Sendungen wie diese erlaubt, in denen aus reiner Herzensgüte versucht wird, selbst für den trostlosesten Topf noch einen eingedellten Deckel zu finden. Denn was gibt es Schöneres als ein Hollywood-reifes Happy End mit einem frisch verliebten Paar und einer überglücklichen Mutter? Hallo. Hallo. Hallo Mama. Da seid ihr. Da seid ihr beiden ja hier. Und wo ist die Ilona? Ja, die Ilona ist jetzt eben nach oben gegangen und packt ihre Koffer, weil sie hat auch gemerkt, dass die Chemie zwischen uns beiden passt. Wir haben uns gefunden, wir sind uns auch schon näher gekommen, haben geknutscht. Und deswegen hat die Ilona das dann für sich so entschieden. Ja. Ja. Und so sein muss. Und ganz einverstanden bin ich nicht mit euch beiden. Es hätte eine etwas ältere sein können. Und vielleicht drehe ich dann Schalter noch mal um. Ja, Mutter, du sagst Schalter umdrehen. Ich weiß gar nicht, wie du das denkst. Da sind Schmetterlinge im Bauch, wir haben Gefühle. Und wir lieben uns. Da kannst du nicht einfach sagen, wir müssen den Schalter umlegen. Das ist deine Entscheidung. Und so sage ich jetzt nichts mehr dazu. Du musst wissen, was du machst.
muss Liebe schön sein. Na, du sagst das jetzt so abfällig, Mutter. Aber die soll doch auch schön sein, die Liebe. So mit Schmetterlingen im Bauch und Zunge im Hals und Bandwurm im Darm und Ständer im Schritt und so. Ich meine, ich weiß das ja nicht. Du hast ja immer alle weggejagt. Naja, das ist deine Entscheidung. Nee, du musst ja wissen, was du tust. Wenn du deine Mutter unglücklich machen willst und in ein frühes Grab bringen... Ach, aber Mutter, jetzt bin ich der Erste bei dieser Anbahnung für Ausschussware, der mal sowas Ähnliches wie eine Frau abkriegt. Warum freust du dich denn da nicht? Ich sag jetzt nichts mehr. Ich finde ja nur, es hätte eine etwas Ältere sein können. Also älter als ich, damit ich auch weiterhin die Schönste für dich bleibe. Nee, Mutter, das ist jetzt zu spät. Die Nadine kann ich jetzt nicht mehr zurückgeben. Die habe ich schon angeleckt und befummelt und im Swingerclub eingetragen. Ach so, da darf ich dann in Zukunft also auch nicht mehr mit. Naja, ist wahrscheinlich ja auch egal, wer einen auspeitscht, nicht? Ach, aber das ist doch auch mein Leben. Also meistens wird ja wohl wahrscheinlich ich mit ihr Sex haben müssen. Da darf ich doch auch mal wohl wen heiraten, den ich ganz okay finde. Ja, verstehe. Da hat die Liebe einer Mutter plötzlich keine Bedeutung mehr, ne? Nun gut. Vielleicht kannst du aber ja doch noch mal nachdenken über das Umlegen, Mutter, ich habe Gefühle, glaub ich. Da kann ich doch nicht einfach so einen Schalter umlegen. Ich meine ja auch keinen Schalter, sondern die Nadine. Was? Och, Nadine, jetzt red doch nicht immer dazwischen. Das ist privat. Also, Mutter, pass auf, Kompromiss. Ich nehme jetzt erstmal die Nadine hier, probier aber auch noch weiter rum, ob ich noch was Besseres, Älteres finde. Und dann können wir ja immer noch sehen, wie wir sie loswerden, okay? Ja, also damit kann ich vielleicht leben, nicht? Aber hör mit diesem Rumgelecke an der auf, ne? Du weißt nicht, wo die vorher war, also wirklich. Ja, hast recht, Mutter, ne? Du meinst es ja nur gut mit mir. So, komm, Schatz, ne? Jetzt erstmal zurück in den Käfig. Ich muss Mama vorm Essen noch die Füße eincremen. Okay, ich glaube, deine Mutter mag mich, oder? Muss Liebe blöd machen. Ah!